Berlin. Das Image ist klasse. Die Wirtschaft wächst doppelt so stark wie im Rest des Landes. Und jedes Jahr ziehen 10.000 Menschen hierher. Ich meine, für Politiker müssten Wahlen hier doch das Paradies sein. Brandattacke auf Wahlkampfbus der CDU. Anschlag auf SPD-Wahlkampfbus. Wahlkampf in Berlin. Und hinter den ganzen Brandenburger Tor-Selfies brodelt es. Marode Schulen, Kriminalität, steigende Altersarmut, kaum noch zu bezahlender Wohnraum, um nur einige der Probleme zu nennen. Und deshalb sagt Michael Müller, amtierender Bürgermeister Berlins und bei der kommenden Wahl Spitzenkandidat, wir brauchen einen Neuanfang. Er fordert ein neues Kapitel für Berlin. Das ist natürlich eine Steilvorlage für die CDU. Ihr Spitzenkandidat, Innensenator Frank Henkel, antwortete auf diese SPD-Forderung: Wenn Michael Müller Teil eines neuen Kapitels sein möchte, dann ist das so, als ob Sepp Blatter die Ethikkommission der FIFA leitet. Oh, und da ist tatsächlich was dran. Die SPD regiert in Berlin bereits seit 1989, also seit fast 30 Jahren. Seit 15 Jahren stellen sie den regierenden Bürgermeister. Diese Partei ist also maßgeblich mitverantwortlich dafür, wie sich diese Stadt entwickelt hat. Im Guten wie im Schlechten. Nach all der Zeit schlägt den Sozialdemokraten in der Hauptstadt also nicht nur Liebe entgegen. Und man hat so den Eindruck, dass die SPD es in diesem Wahlkampf jetzt nicht so an die große Glocke hängen will, dass sie die SPD ist. Und verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Auf den ersten Großplakaten ihrer Wahlkampagne für Spitzenkandidat Müller zeigt die Partei keine SPD-Logos. Wenn man ehrlich ist, zeigen sie nicht mal den Kandidaten. Er ist entweder im Gegenlicht, vollkommen verschwommen oder irgendwo im Hintergrund, wo ihn hoffentlich keiner sieht und merkt, dass er in der SPD ist. Das ist doch mal eine Strategie. Stattdessen präsentiert sich die SPD in Berlin in frischen, unverwechselbaren Farben. Seriöses Blau, aktives Rot, unschuldiges Weiß, unverkennbar SPD. Vielleicht hoffen Sie ja, dass ein paar AfD-Wähler drauf reinfallen. Die AfD Berlin ist nämlich im Gegensatz zur SPD auf dem aufsteigenden Ast und holt in aktuellen Umfragen aus dem Stand 10%. Viel Zuspruch für eine Großstadt, gerade für Berlin. Die AfD lässt jedenfalls im Wahlkampf nichts anbrennen und wirbt unter anderem gezielt um die Stimmen von Russlanddeutschen. Mit rund 150.000 Menschen stellen sie eine der größten Einwanderergruppen Berlins überhaupt. Die AfD macht sogar Wahlwerbung auf Russisch und verteilt Flyer in kyrillischer Schrift. Denn Türken, die seit Jahrzehnten in Berlin leben, aber kaum Deutsch sprechen, sind gescheiterte Integration. Aber Russen, die seit Jahrzehnten in Berlin leben und kaum Deutsch sprechen, sind das Rückgrat der vorurteilsfreien AfD. Aber ganz ehrlich, es ist kein Wunder, dass die AfD zulegt und die großen Parteien schrumpfen. Ich meine, ich finde die AfD scheiße, aber zumindest stehen sie für ein Thema und das ziehen sie durch. Ich meine, was soll denn bitte schön Wähler im Gegensatz bei den Wahlkampagnen von SPD und CDU begeistern? SPD-Kandidat Müller steht auf der Straße und lacht sich einen Ast. Mega! Oder er steht in irgendeiner anonymen Halle und guckt sich offenbar etwas total Interessantes an, was wir aber nicht sehen können, weil es nicht im Bild ist. Was ist es? Die unbearbeiteten Anträge der Berliner Bürgerämter? Die Mängelliste vom BER? Das Lager von Dildo King? Niemand weiß es. Die CDU schießt den Vogel dann komplett ab. In Berlin-Reinickendorf druckt sie einfach nur Plakate von Blumenwiesen und Wasserbüffeln. Warum auch immer. Und diese zelebrierte Inhaltslosigkeit hat in Berlin Tradition. Schon bei der letzten Wahl druckte die SPD sinnentleerte Kinderplakate und die CDU motherfucking Hündchen und Kätzchen. Und das ist dann die Quittung der Wähler. Auf der einen Seite steigende Werte für Rechtspopulisten, die zumindest überhaupt für was stehen. Und auf der anderen Seite Bürger, die alles nur noch scheiße finden und sich komplett von der Politik entfernen. Es klingt mittlerweile ziemlich abgedroschen, aber es ist und bleibt nun mal wahr, Parteien müssen ihre Wähler wieder ernst nehmen. Also auf Probleme und Missstände wirklich eingehen und endlich damit aufhören, ihre Wähler mit so einem Unsinn hier abspeisen zu wollen. Ich meine, nichts wirkt weniger glaubwürdig, als heile Weltplakate aufzuhängen, während auf der Straße die eigenen Busse brennen. We'll be right back.